So, Hallöchen zurück. Ja, ich weiß, das ist nicht die Wegmarke, wo ich, die ich versprochen hatte. Ich hatte ja die hier versprochen. Die? Aber ich war jetzt hier noch in der schwarzen Zitadelle. Jetzt kann ich hier, da 100% hat er erkundet. Dann in Höhlbrack hat er auch 100% erkundet. Und jetzt wollte ich euch bloß noch zwei Sachen in Löwenstein zeigen, was ich auch zu 100% erkundet habe. Ich habe natürlich das noch nicht alles gemacht. Ich wollte euch nämlich noch zwei weitere Geheimnisse neben dem Piratenversteck da zeigen, die sich in Löwenstein verstecken. Und nun gut. Das erste Ding, das findet man halt bei dieser... Ja, also hier ist die magische Schmiede, findet man hier im Hinterbezirk. Am besten diese Wegmarke nimmt man. Wegmarke Gasthaus Löwenschatten. Und dann gibt es nämlich hier diesen Wasserfall und... Unter anderem hier so eine kleine versteckte Mine. Okay, so sehr versteckt ist sie nicht, aber hier ist halt so eine Mine. Und ich bin hier auch eigentlich mehr oder weniger durch den Zufall drüber gestolpert, denn ich dachte mir, wieso kommt man denn hier so cool hoch? Und dann dachte ich mir schon, das könnte wieder so ein verstecktes Jump'n'Run sein. Und das ist auch so ein verstecktes Jump'n'Run. Seht ihr ja schon wieder ganz gut hier. So, und alle ab. Und alle ab. Und hier da hoch. Da hoch. Achso, hier. Müssen wir jetzt hier und dahin. Und dann hier wieder hoch. Und da hoch. Und dann da. Und dann... Nee, das hat nicht ganz geklappt. Gut, das ist natürlich jetzt hier alles nicht gerade blind, aber es ist halt immer dieser Vorführeffekt. Wenn man das einfach mal kurz so im Speedrun zeigen wollte, dass es hier halt wieder so ein Versteck gibt. Genau, dann passt das. Wieso hat das jetzt nicht geklappt gehabt? So, zack. Und alle ab. Genau. So, dann passt das. Richtig, hier kann man hier glatt hoch und das ist eigentlich schon alles gewesen. Denn hier wird es nicht mehr allzu spannend. Genau, hier, da hoch, dann... Komm. So. Leider habe ich den Erfolg schon freigespielt. Sonst würde jetzt hier nämlich die Anzeige kommen. Wumm, Sie haben Folgendes freigespielt. So. Und dann hat man nämlich hier diese fantastische Truhe, die uns fantastisch viele tolle Sachen offenbart. Wumms! Bloß blauer Stuff, ja, also richtig geiles Zeug. So, und dann kommt man genau hier raus, wo gerade Astarte steht, ja. Sie ist eine Meisterhandwerkerin. Und ja, jetzt werden wir uns einfach mal von hier gleich noch hierhin porten, ins Händlerforum. Da möchte ich euch nämlich noch die zweite Sache in Löwenstein zeigen. Das ist auch so ein verstecktes Dingenskirchen. Ich hoffe, dass ich da auch so geschmeidig durchkomme. Erfrischend! Ihr seht, immer noch Drachengepolter ist immer noch aktiv. Was ist da los hier? Bums! Zerhauen! So. Um dorthin zu gelangen, das nächste Ding ins Kirchen, da müssen wir hier links lang rennen. Hier weiter. Da nach oben. Ach, hier, die Fackel können wir mal wegpacken. So. Ich bin auch durch das Städte entdecken, bin ich jetzt auch schon Stufe 29, wenn euch das aufgefallen ist. Ja, aber wahrscheinlich den findigen Let's Play-Guckern von euch ist das wahrscheinlich. Und Guild Wars-Fans ist euch gleich aufgefallen. Oh, der geht jetzt auf die 30 zu. Auf das Level 30. Und nun gut. Den anderen Punkt für die, die es interessiert, den weiteren Fertigkeits-Eigenschaftspunkt, den habe ich hier reingesetzt in Schießkunst, damit wir noch ein bisschen mehr Kraft haben. Jetzt müssen wir hier runter hüpfen. Das ist hier der normale Weg, wie man auch zu diesem Aussichtspunkt gelangt. Also zu diesem... Moment, wo haben wir ihn? Da vorne haben wir ihn. Da sehen wir den Aussichtspunkt. Und jetzt muss man mal ganz genau gucken. Wenn man jetzt hier rückwärts läuft. So. Hier unten. Da sieht man Wasser. Ganz,
ganz undeutlich. Da, hier, da, doch, da, da sieht man es. Da sieht man es. Bisschen undeutlich, aber man sieht es, wenn man sich ganz viel Mühe gibt. Und jetzt muss man einfach mal nach hinten rückwärts, das ist wahrscheinlich die beste Methode, immer nach rückwärts laufen. Und dann fällt man nämlich hier in dieses Wasserloch. Ganz, ganz gemein. Ganz gemein gemacht, aber nun gut. Dafür ist es halt ein verstecktes Geheimnis, ne? Und man versteckt ja sowas nicht ohne Grund. Man möchte ja auch ein bisschen besonderes Zeug in dieser, in diesem Spiel haben. Und nicht so 0815 MMORPG. So, dann kommen wir hier raus. Und dann geht's wieder los mit Höhen-Action. Oh, können wir die mitnehmen? Ach nee, ist ein Höhenspinnen-Junges und kein junges, keine junge Höhenspinne. So muss die ja heißen. Ach, ich glaub, genau, das war das so nervigere. Warte. Was ist jetzt hier? Bin ich schon falsch abgebogen, ne? Wahrscheinlich. Genau. So, hier gibt es nämlich eine größere Kammer. Genau, zack. Von einer Kammer, also... entweder... ich glaube, die war es. Die müsste es gewesen sein. So... boah, ich habe das schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht gehabt. Hier ist zumindest ein Abenteurer und hier ist auch noch eine Höhlenspinne. Und dann müssen wir da nämlich hochspringen, hier weiterlaufen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich könnte hier sogar mogeln. Wenn ich mich nicht irre. Wenn sie es nicht weggemacht haben. Da bin ich nämlich durch Zufall drüber gestolpert. Oder war das da? An irgend so einer komischen Ecke konnte man halt da drauf springen und dann konnte man sich einen Großteil dieses Weges sparen. Aber jetzt haben sie wahrscheinlich die Stalagniten. Deswegen so extrem runtergezogen. Das kann natürlich sein. Ah, schade. Und ich dachte, ich kann jetzt hier ein bisschen mogeln. So durch einen kleinen, vermaledeiten, wirklich so einen kleinen Sprung dort rein. Gut, das hat natürlich nichts gebracht. Haben wir vielleicht... nee, haben wir leider auch nicht. Ah, okay. Müssen wir es nochmal probieren, legal hinzukriegen. Gut, also nochmal von Anfang. Okay. Schon. Ah, schade, hat nicht geklappt. Und hier drauf eventuell? Nee, da auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo dieser, wo ich den kleinen Trick gefunden hatte, wo ich mit meinem Nornwächter mogeln konnte. So, ich finde das eh schon hier sehr suspekt, dass ich da nicht so ohne weiteres hochkomme. Hä? Hä? Bin ich hier schon falsch abgebogen? Hä? Jetzt muss ich selber nochmal kurz gucken. Hier kam er aus dem Wasser. Hier kamen wir aus dem Wasser. So. Danach rechts, da kommen wir da nicht hoch. Aber hier geht es entlang. Hier geht es entlang. Hier ist auch überall Feuer. Fackeln ausgeleuchtet. Ja, 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 ja. So, danach oben kommen wir nicht. Wo man sich schon so sagt, oh, ist das doof. So. Ah, okay. Schon gefunden. Schon gefunden. Nach langem Suchen. Genau, man sollte natürlich auch mal den Blick nach oben nutzen. So. Genau, dann ist man nämlich auf dieses Ding erstmal runtergesprungen. Hier sind noch ein paar Raupen. Aha.
Ja. Sehr geil, sehr geil. Also das war jetzt bloß der Vorführeffekt. Nun gut, aber ihr habt gesehen, da ist das kleine Geheimnis und da hinten wartet dann wir, also hier ist die Truhe dann. Hier wartet dann eine fantastische Truhe wieder mal auf euch und dann, ja, da ist wahrscheinlich bei uns auch wieder nur blauer Stuff drin. Gut, das wäre das weitere Geheimnis. Oh, wollen wir es nochmal probieren? Genau. Wenn ich dann wieder da bin, dann schneide ich das so, dass ich dann da wieder einschalte. Also bis gleich. So Leute, da bin ich schon das Loch ein bisschen runtergefallen. Also ich kann euch nur den Tipp geben, fallt nicht so wie wir beim ersten Mal komplett runter. Ah, okay. Gut, jetzt darf ich sie eh nochmal machen. Sondern macht am besten, stottert es ab. Geht es in Raten an, also wenn man das in einem Wusch runterspringen möchte, dann sollte man einen ordentlichen Lebenspool haben. Ich weiß nicht. Okay, als Nekromant wäre es dann noch leichter, weil man hat dann so einen Todesschleier, den sollte man dann einfach im Fall reinhauen und dann stirbt man nicht. Aber wie wir das jetzt hier gestalten, das ist dann ein bisschen problematischer oder halt mit allen anderen Klassen als einem Nekromanten. Da muss man halt ein bisschen vorsichtiger rangehen, da muss man halt hier jeden Vorsprung nutzen, den man so sieht. Vielleicht bin ich auch gerade zu blöd und sehe jetzt nicht die weiteren Steine. Ich bin jetzt einfach hier an die Seite lang gehüpft und habe gehofft, ja, dass wir nur die Hälfte des Lebens verlieren. So. Und jetzt müssen wir mal versuchen, rückwärts. Upp. Und dann da drauf. So. Okay, easy going. Nur immer zu. Jetzt nehmen wir mal unsere Fackel bitte mit. Dass wir auch immer schön sehen, wo es hingeht. Hup. Und hup. Und hup. Und ich weiß jetzt nicht, erst dahin. Ja. Und dann dahin. Und dann dahin. Weiter geht's. Easy going. Easy going. So. Jetzt hup. Dem gefällt das Zeug wie aus der Scheide. So. Weil das Licht, das ist mir immer hier ein bisschen zu wenig. Und wenn wir schon eine Fackel ausgerüstet haben, warum sollten wir sie nicht nutzen, ne? Huah! So. Okay, jetzt müssen wir versuchen, genau. Genau. So, jetzt sind wir schon so gut wie safe. Oh, hier haben wir noch mal Salat. Njam, 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 Salat. Oh, Spinat! Und dort liegt ein Troll. Und dort ist die gewaltige Truhe sogar. Keine fantastische, sondern eine gewaltige. Ach, sogar Trauben. Dschungeltroll, der heilt. Aber ich glaube, der nicht mehr. Der liegt hier auf seinem Opferaltar. Und ist im Arsch. Okay. Hup und hup. Begnadeter Springer. Monatlicher Erfolg. Wuhu. Erst recht, wenn man bedenkt, dass wir heute den 22. haben. 21. Keine Ahnung. Auf alle Fälle schon sehr weit vorangeschritten. Ah, okay. Wir brauchen auf alle Fälle neue. Wir haben hier eine Kupfer. Ah, okay. Dann brauchen wir mal ein bisschen neues Zeug und den Hut, den können wir eh nicht tragen. Können wir gleich mal auf dem Handelsposten mit verticken. Vertickern. So, hier, genau. Oh, der bringt uns ein Gold, ein Silber. Ist das was? Joa, das ist was. So, und das Zeug hier, nehmt's mir nicht übel, ihr Magier unter euch. So. Machen wir das. Den Bonze essen wir noch. Und dann porten wir uns auch gleich mal. Go-Go Power Ranger, dorthin, wo wir uns eigentlich treffen wollten. In der Ebene von Ashford. Wegmarke unbekannt, keine Ahnung, wie der Name hieß. Wegmarke Feritas. Wegmarke Feritas. Gut, dann geht's hier gleich mal weiter. Wir können ja anstreben. Oh, was haben wir jetzt heute eigentlich als tägliches Zeug?